Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe hier zwei neue Handschuhe zugeschickt bekommen, die soll ich euch vorstellen. Ich kenne diese Marke, ich hatte schon was mit dieser Marke zu tun und ich bin sehr zufrieden gewesen. Deswegen ja, wollte ich euch das weiterhin vorstellen. Ich packe es einfach direkt aus. Die Teile sind unten verlinkt. Es gibt auch einen Rabattcode, alles in der Infobox. Das sind im Grunde zweimal dieselben Handschuhe in einer anderen Farbe jeweils. Wir haben hier einmal schwarz mit so Carbon und einmal haben wir schwarz, so in Stoff gehalten. Hier ist das dann halt so Carbon halt, ne, mit Glanz quasi. Ja, was will ich euch in diesem Video zeigen? Ich will erstmal Unboxing, habe ich ja gemacht. Dann will ich den Ersteindruck, Materialien und so weiter. Und dann will ich natürlich die Handschuhe testen. Die Verpackung war Standard halt, ne? Es ist dann halt hier nochmal verpackt mit ein bisschen Infomaterial. Das sind natürlich Sommerhandschuhe. Ich sag's vorsichtshalber nochmal. Im Winter kann man die definitiv nicht anziehen. Kann man natürlich, aber es wird dann kalt. Ganz wichtig vorab, CE geprüft. Und die sind offiziell auch zugelassen. Ja, das ist ja immer ganz wichtig für Versicherungen und so weiter. Ich fange mal mit denen hier an. Qualität, Ersteindruck, finde ich, ist eigentlich ganz gut. Wir haben hier Carbon. Ob das jetzt echtes Carbon ist, weiß ich nicht, aber sieht fast so aus, ne? Das ist nicht nur Optik, das sieht echt fast so aus. Und hier haben wir auch so Carbon-Elemente mit Leder hier. Hier haben wir Gummierungen an den Fingerspitzen. Und hier nochmal Dämpfmaterial. Hier ist es dehnbar. Hier. Und auf der Handinnenfläche haben wir so fließartigen Stoff. Ja. Und hier an den Fingerkuppen haben wir nochmal für ein hier extra Smartphone-Bedienung. Und zwischen den Fingern haben wir luftdurchlässiges Material. Ja. Hier oben natürlich noch Klett, was auch gut funktioniert. Ja. Innen, ja, haben wir eigentlich dasselbe Material wie außen. Also so fließartigen Stoff. Hier haben wir auch nochmal dehnbar. Die sind recht dünn. Hier haben wir eine Öffnung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen Luftzirkulation. Ich ziehe die mal an. Das ist Größe M. Ich habe sonst immer Größe M. Bei allen möglichen Handschuhen. Und die Passform ist gut. In den Rezensionen habe ich teilweise gelesen, dass die zu klein sind. Aber das kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Wenn man sie anzieht, hat man... Also es fühlt sich gut an, es drückt nirgendwo, da sind keine scharfen Kanten oder Nähte oder sowas in der Art. Da, ich finde die sehen echt cool aus. Die sehen Hammer aus. Ja, hier auch dehnbares Material, luftdurchlässig, zwischen den Fingerkuppen habe ich schon gesagt. Fühlt sich echt auch sicher an, muss ich sagen. Klettverschluss funktioniert ganz gut. Langzeittest kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen, aber ich hatte schon mal Handschuhe von dieser Marke und ich war echt zufrieden, auch langfristig zufrieden, muss ich sagen. Die Fingerlängen passen, außer hier der kleine Finger, der ist ein bisschen so, aber es ist halt, ich meine, jeder Körper ist anders, ne? Ja, ich finde, die sehen echt richtig cool aus. Was meint ihr? Hier haben wir dann noch so ein, ja, Logo oder sowas in der Art, Fahrrad, Motorrad-Symbol. Bin ich gespannt. Werde ich jetzt testen. Und das werdet ihr dann im Anschluss des Videos erfahren, was ich dazu zu sagen habe. Jetzt gehen wir nochmal die kurz durch. Ja, die Schuhe sind vom Design her ähnlich. Also von, ja, vom Design her ähnlich. Nur haben sie ein anderes Design. Hä? Also von der Form her ähnlich, aber haben ein anderes Design. So. So ist es richtig. Ich stell die mal so ein bisschen gegenüber, dann könnt ihr das nochmal so als Vergleich sehen. So sieht es außen aus und innen
sieht so aus. Ja, die sind etwas schlichter, würde ich sagen, als die hier. Hier haben wir auch so fließartigen Stoff. Nicht, ja, etwas dehnbar. Hier haben wir natürlich kein Hartplastik. Hier ist es so weicher Schaumstoff, aber auch nicht allzu weich. Eher so dämpfend. Das kann man halt so ein bisschen eindrücken. Bei dem ist es halt hart. Und hier haben wir auch, ne, hier haben wir so Hartplastik als Schutz an den Fingerdingens. Hier nochmal InBike-Logo. Das ist hier so eigentlich so normaler Stoff. Hier ist fließartiger Stoff. Hier hinten in der Handinnenfläche haben wir auch fließartigen Stoff. InBike nochmal so als Grip. Hier haben wir übrigens so gar keinen Grip bei denen hier. Zwischen den Fingern haben wir so leichte luftdurchlässige Partien. Ebenso wie hier am Daumen. Ja, hier haben wir dann auch nochmal so einen Handschutz, falls man mal sich hinlegt. Ja, hat man hier übrigens auch bei denen hier. Ich ziehe die mal an. Klettverschluss natürlich genauso wie bei den anderen. Funktioniert super. Passform auch wie bei den anderen. Sehr gut. Den anderen ziehen wir auch an. Natürlich auch hier CE geprüft und Motorrad zugelassen. Ja, die sind natürlich wesentlich schlichter. Einfach schwarz. Also finde ich auch cool. Finde ich, sieht auch super aus. Hier nochmal gut geschützt. Halt nicht so wie Hartplastik hier. Ich kann das ja mal so machen, dass ich jeweils immer einen anziehe. Dann hat man auch den direkten Vergleich, wenn die angezogen sind. Ja. Also von der Passform her super. Auch Größe M. Hier drückt nichts. Und fühlt sich auch echt gut an. Muss ich sagen. Hier haben wir noch so eine Lasche. Wüsste jetzt nicht, was für eine Funktion das noch hat, aber ist einfach da. Ja. Mehr kann ich jetzt erstmal im Grunde als Ersteindruck nicht sagen. Ich werde diese Handschuhe jetzt mal ein paar Tage testen. Wir haben ja jetzt auch warmes Wetter, wir haben Sommer. Und ich ziehe die dann halt mal immer wieder zwischendurch abwechselnd an. Und dann werde ich euch mal sagen, ja, was mir dann dazu so aufgefallen ist. Aber ja, für mich dauert das jetzt ein paar Tage. Für euch ist es nur ein Cut. So, was kann ich zu diesen Handschuhen sagen? Zu diesen Carbon-Handschuhen? Ja. Eigentlich für Temperaturen jenseits der 20 Grad absolut geeignet. Ich bin dann Straße gefahren, Autobahn, in der Stadt. Rundum zufrieden, außer einer Sache. Geht es tatsächlich um die Größe. Und zwar ist der Daumen, hier dieser Daumen, ist ein bisschen zu klein. Und das stört, wenn man etwas länger fährt, stört das etwas. Weil man hat die Hand ja so. Und der Daumen drückt sich quasi immer weiter nach oben, so. Das habe ich als störend empfunden, da bin ich ehrlich, ne? Da sage ich ehrlich. Aber ansonsten, wirklich, von der Luftzirkulation und so, die Hände, also heute haben wir zum Beispiel 25 Grad, die Hände schwitzen null, nix, sehr angenehm, man friert auch nicht, kein extrem krasser Luftzug, so dass das unangenehm ist quasi. Ja, der Kleine ist halt ein bisschen zu lang und der Daumen ist halt ein bisschen zu kurz. Aber wenn man die jetzt, ich habe die jetzt seit ein paar Tagen vielleicht mal Nutzung hin und wieder, wenn man die jetzt vielleicht mal so 2-3 Wochen am Stück trägt, dann, ich meine, die weiten sich auch, ne? Die Handschuhe weiten sich. Ich finde die richtig geil mit der schwarzen Lederjacke zum Beispiel. Sieht das schon echt cool aus. So. So, Leute, jetzt wollte ich auch noch mal was zu denen sagen. Und zwar kann ich im Grunde zu diesen hier genau dasselbe sagen, was ich zu den Carbon-Handschuhen gesagt habe.
Luftdurchlässig bei Temperaturen, also allgemein natürlich luftdurchlässig. Die Hände werden auf keinen Fall schwitzig oder so. Angenehm bei Temperaturen jenseits der 20 Grad. Hier haben wir auch dasselbe Problem mit dem Daumen. Das ist halt ein bisschen zu klein mit dem Daumen geraten. Und hier am kleinen Finger ist natürlich wieder zu viel Platz. Aber auch hier mit der Zeit würde sich das höchstwahrscheinlich dehnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Von der Qualität her bin ich überzeugt. Wie gesagt, ich hatte schon mal solche Handschuhe und ich finde diese Handschuhe auch cool. Mir ist hier dann noch aufgefallen, dass hier so Löcher sind bei den Fingerinnenflächen. Natürlich dann wahrscheinlich wegen der Luftzirkulation. Ja, alles in allem würde ich sagen, beide Handschuhe cool. Gefallen mir optisch sehr gut. Wermutstropfen natürlich der zu kleine Daumen. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird sich dann mit der Zeit dehnen einfach. Das ist normal, das ist nur die Anfangszeit. Das hatte ich auch bei meinen Lederhandschuhen übrigens. Wo die ein bisschen zu eng waren, aber das hat sich mit der Zeit echt gelegt, muss ich sagen. In den Bewertungen von den Handschuhen habe ich das auch oft gelesen, dass die ein bisschen zu klein sind, aber da würde ich wirklich sagen, ja, mit ein bisschen tragen geht das. Rabattcodes findet ihr unten in der Infobox. Und ja, mal für den Preis, ne, die sind zugelassen, CE geprüft. Achso, was ich bei beiden Handschuhen auch noch sagen wollte, die passen wunderbar unter die Jacke hier. Mit Reißverschluss runtermachen, das passt richtig gut. Das war bei meinen Lederhandschuhen zum Beispiel nicht so. Bei denen überhaupt gar kein Thema, weil ich meine, jeder, der Motorrad fährt, weiß, dass man halt immer eine Jacke tragen sollte, ne? Und die haben natürlich meistens dann auch lange Ärmel. Und dann hat man hier so Handfreiheit, nenne ich das mal. Das finde ich cool. Natürlich genauso für Rollerfahrer geeignet, absolut. Mehr kann ich dazu auch jetzt nicht sagen. Also Leute, ich wünsche euch das Beste. Haut rein. Bis dann. Ciao.